So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Mittwochabend. Ich hoffe, ihr seid wunderbar durch die Woche gekommen. Zwei Sachen müssten euch auffallen. Erstens, es kam schon lange kein Rammstein-Video mehr auf diesem Kanal. Habt ihr vollkommen recht, deswegen werden wir das heute mit diesem Video auch wieder ändern. Zweite Sache müsste euch aufgefallen sein, ich muss zum Friseur. Ich muss verdammt nochmal zum Friseur, aber irgendwie mag ich's auch. Irgendwie mag ich so diese Haare auf dem Kopf, aber irgendwie auch nicht. Wisst ihr, ich meine, meine Mama sagt schon, hey, wann gehst du wieder zum Friseur? Und schneid es mal runter, das sieht aus, sie sieht verwahrlost aus, sagt sie, wie so ein Vogelnest da oben drauf. Egal, wie auch immer, heute widmen wir uns der neuen Tour im Jahre 2024 von Rammstein. Und dazu werden wir uns ein kleines Video anschauen, geht wirklich nicht lang, nur anderthalb Minuten, ich werde hier und da ein bisschen was zu sagen. Dieses Video wurde mir aber die letzten zwei Tage schon öfters jetzt von euch zugeschickt. Ich freue mich auf jeden Fall immer wieder über so DMs nach dem Motto, ey, guck mal, hast du das schon gesehen, das schon gesehen. Ich brauche, by the way, auch gar kein Newsletter oder gar keine Kanäle zu abonnieren. Ich kriege ja jede Information direkt von euch mit, so wie auch diese hier. Das Rammstein jetzt zur neuen Tour im Jahre 2024, die ersten Proben und die ersten Soundtracks auch schon gemacht hat, nämlich in Prag. Glaube ich, ne? Ich bin da sehr gespannt. Liken, Support ist kein Mord. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Und ich hoffe, wir kriegen Ton. Ein Soundtrack ohne Ton ist irgendwie ein bisschen schwierig, oder? Digga, was hat er denn für eine Mütze auf? Richard, Bro. Also... Auch dieses Oberteil, man darf ja tragen, was man will, so ist es ja überhaupt nicht. Was stehen hier für Flaschen da unten? Das müsste so diese Art Gas sein, oder? Womit dann halt eben das ein oder andere Feuer kontrolliert auf dieser Bühne vonstatten gehen soll, oder? Ich finde es relativ cool zu sehen, was für ein Kontrast zwischen einer Probe, Soundtrack und dem letztendlichen Auftritt dann ein paar Wochen später und ein paar Tage später. Ich weiß gar nicht, wann dieser Auftritt losgeht. Er herrscht an Outfits, wisst ihr, ich meine, der Kontrast an Outfits jetzt zum Beispiel von Richard, ich sehe die anderen Leute noch nicht. Da oben steht Flake zum Beispiel, aber der sieht schon sehr... Flake sieht hier sehr normal aus. So kennen wir Flake ja auch nicht. Flake glitzert sehr, sehr viel mit roten Lackschuhen und so weiter und so fort, ne? Okay, doch, jeder ist tatsächlich da, ne? Christoph ist hier, wir haben hier noch Paul, wir haben hier hinten Oliver, glaube ich. Da vorne ist Till. Es ist so krass zu sehen, dass so ein krasser Kontrast zwischen, gut, es ist halt ein Soundtrack und irgendwie eine Probe so. Ich meine, da schmeißt du dich ja nicht in volle Montur und gehst dann auf die Bühne und machst das alles live jetzt so. Es ist ja keine Generalprobe, wo alle sitzen muss. Ich glaube, die Jungs brauchen noch gar nicht so diese Generalprobe, oder? Was denkt ihr? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, wenn du so eine Truppe hast von den Leuten, die so krass eingespielt sind, seit Jahrzehnten auf dieser Bühne stehen und seit Jahrzehnten Musik erfolgreich machen, so. Ich glaube, die brauchen dann im Endeffekt keine Generalprobe mehr. Ein Soundtrack muss natürlich immer sein irgendwie, um zu schauen, hey, passt alles, ist irgendwas kaputt, muss man irgendwas tauschen, so. Klingt alles so, wie wir es wollen. Aber ich glaube, so die typische Generalprobe, wie es bei anderen Leuten der Fall ist, gibt es bei denen nicht so, oder? Scheint aber sehr windig zu sein. Digga, Till hat ja gar keinen Bock. Till hat hier hinten ja gar keinen Bock, ne? Ich bin auch gespannt, was für Haare wir von Till dieses Jahr wieder bekommen, so. By the way, Frage an euch. Wer geht zur Tour? Wer geht nicht zur Tour? Wenn ja, wo geht ihr? Weil die fangen jetzt hier, glaube ich, in Prag an. Also so steht es zumindest hier. Ich weiß nicht, ob das der erste Auftritt ist. Ich denke mal schon, weil sonst hätte ich auf jeden Fall Wind davon bekommen, wenn wir irgendwie den ersten Auftritt schon gehabt hätten, so nach dem Motto, Bro, du musst darauf auf jeden Fall reagieren. Und wir werden auf jeden Fall auf die ersten Auftritte hier auch wieder reagieren, so, weil Jahr für Jahr halt immer wieder ein bisschen was unterschiedlich ist am Bühnenbild oder an den Songs oder generell, ne? Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Tickets habt, wenn ja, wo? Das würde mich sehr interessieren. Ey, ihr müsst euch halt einfach vorstellen, warte mal, sehen wir Richard noch ein bisschen besser? Also es scheint,
Es scheint hier sehr windig zu sein, sagen wir mal so, ne? Ich weiß nicht, wie ist es mit Wind? Das ist eine sehr gute Frage, oder? Weil ich meine, du kannst ja den ein oder anderen Stunt dann nicht so performen, wie du möchtest, vielleicht, oder? Oder ist es egal mit dem Feuer? Weil ich könnte mir vorstellen, halt bei Rammstein mit dem Jetpack auf dem Rücken, wenn es halt so 2, 3 Meter nach links, rechts und oben schießt, dass der Wind halt schon eine gewisse Rolle spielt. Oder ist zwischen Bühne und der ersten Reihe genug Platz, dass egal wie stark dieser Wind ist, dass die Flammen halt nicht bis da hingetragen werden oder sowas, ne? Ich meine, es wäre ja auch irgendwie eher suboptimal, wenn dann eben Feuer kommt und diese Rauchschwarte danach, diese kurze, die man immer sieht, und die dann durch diesen starken Wind irgendwie in die Menge oder in die Zuschauer getragen wird. Macht man sich davor drüber Gedanken über den Wind oder Wetter ja auf jeden Fall. Wenn's regnet, macht man oben als Dach zu oder sowas, ne? Oder hier geht's wahrscheinlich schlecht, weil es auf einem offenen Feld steht. Aber macht man sich Gedanken über den Wind oder ist es dem Feuer komplett egal? Digga, also hier sieht man gerade nochmal, ne, wie monströs und dominant also einflößend schon fast schon, die macht dir fast schon Angst, diese Bühne. Guck mal, wie hoch dieser Turm da hinten geht. Hier unten steht Till, hier unten steht Richard. Das zum Vergleich, das ist ein Mensch, so, ne? Und Richard ist jetzt nicht wirklich klein. Ist halt normalo, glaube ich, oder? Guck mal, wie groß diese Bühne da ist. Holy moly. So krass zu sehen, wie dieser Kontrast einfach zwischen jetzt einer Probe und dem Auftritt herrscht. Ich meine, es ist eine der größten Bands der Welt. Überlegt euch mal, und das ist die Probe so irgendwie. Kann auch gut sein, dass nach Jahrzehnten irgendwie du jetzt nicht mehr diese große Probe brauchst und einfach ohne viel Proben auf die Bühne gehen könntest mit einem Jackie oder nee, was trinken sie? Tequila, Jägermeister, ein Gläschen davor und ab geht's so, ne? Aber er hat hier so ein rosa Ding an mit einer roten Mütze so und Till hier auch eine normale Kleidung. Normal kennen wir ja Till in kompletter Montur und angemalt und Haare nach oben und was weiß ich, ne? Es ist schon krass zu sehen, wie da dieser Unterschied herrscht. Ey, aber cool. Aber sehr cool zu sehen, wie die Jungs sich irgendwie ready machen, mehr oder weniger ready machen. Ich glaube halt wirklich, dass wenn du schon so lange zusammen auf der Bühne stehst, den einen oder anderen wie deine Westentasche kennst, so, dass da jetzt nicht mehr viel Proben notwendig ist, oder? Also so schätze ich das jetzt einfach mal ein. Ihr könnt mir gerne mal das in die Kommentare schreiben, falls da jemand irgendwie Erfahrung hat. Ich kenne mich eher so ein bisschen mit der Technik aus und mit allem drum und dran, audiotechnisch, aber ich weiß nicht, wie sich's anfühlt, wenn man 20 Jahre lang auf der Bühne steht und dann vielleicht auch mal keine Probe mehr braucht oder sowas. Wisst ihr, ich meine, man macht vielleicht mal kurz so einen Soundcheck wie hier, schaut, dass alles funktioniert, schaut, dass nichts kaputt gegangen ist durch den Transport oder so, dass alle Kabel gut sind, dass alle Signale sauber kommen, so. Aber sonst brauchst du da jetzt nicht mehr, oder? Wie auch immer, schreibt mir gerne in die Kommentare, in welcher Stadt ihr auf die Tour geht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, auch auf die neuen Videos, das neue Bühnenbild oder generell der neue Sound oder generell die neuen Outfits. Ich freue mich da immer sehr drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwochabend. Bleibt gesund, passt auf euch auf.